Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute hier in Visselhövede und es geht ums Dankesagen. Bei mir ist Diakon Jörg Paling. Der arbeitet beim Kirchenkreis Rothenburg und kümmert sich um die evangelische Jugend hier in der Region. Herr Paling, bei wem wollen Sie heute Danke sagen? Ja, ich möchte heute zwei Ehrenamtlichen von uns Danke sagen. Das ist einmal der Tom Buchsel und die Vanessa Kors. Die sammeln mit weiteren 30 Menschen heute Tannenbäume ein in Visselhövede als Spendenaktion für die evangelische Jugend. Die sind ja jetzt auch richtig auf dem Trecker unterwegs. Das sieht bestimmt ganz klasse aus. Gehen wir los und erwischen die beiden. Genau, dann suchen wir mal, wo die sind. Jo. Hallo Tom und Vanessa, wir von Antenne Niedersachsen haben euch heute was Schönes mitgebracht, eine Urkunde. Ihr seid unsere Helden des Alltags in dieser Woche. Tom, einmal für dich. Dankeschön. Und einmal für Vanessa, für euren super tollen Einsatz hier ehrenamtlich bei dieser Eiseskälte. Jörg Paling, warum haben die beiden die Auszeichnung verdient? Ja, die beiden gehören zu den 40 bis 50 Jugendlichen, die heute hier Tannenbäume ehrenamtlich einsammeln für die evangelische Jugend und ihre Freizeit gerade in dieser Kälte damit verbringen, diese Sammlung hier durchzuführen. Vanessa, du könntest sehr kuschelig zu Hause sitzen oder ein gemütliches Bad in der Badewanne nehmen. Warum bist du heute dabei? Ja, das Aufstehen heute Morgen war echt schwierig, aber wir sammeln jetzt, wie Jörg schon gesagt hat, mit vielen Freunden auch zusammen die Tannenbäume ein. Gleichzeitig sammeln wir dabei auch Spenden für die evangelische Jugend. Das heißt, es kommt uns auch zugute und dann überwindet man sich schon eher. Ein tapferer Einsatz. Tom, warum bist du dabei? Ach ja, die Leute sind immer ganz cool und es macht einfach jedes Jahr wieder Spaß, wenn man dann am Ende sieht, dass man was geschaffen hat. Dann wollen wir, dass ihr jetzt gleich ordentlich weitermacht, damit euch nicht kalt wird. Ihr seht, helfen ist eine ganz prima Sache, geht auch bei klirrenden Minustemperaturen, macht richtig viel Spaß. Macht ihr doch auch einfach mit bei Helden des Alltags. Los und jetzt schnell weiter alle. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen.